Es ist 3 Uhr nachmittags in Phoenix, Arizona. Neue Häftlinge betreten das Maricopa County Gefängnis, eins der größten und strengsten im ganzen Land. 10.000 Häftlinge leben in 6 Gefängnistrakten über die ganze Stadt verteilt und es werden jeden Tag mehr. In Phoenix gibt es mehr Insassen als Gefängniszellen. Um der Überzahl Herr zu werden, gründete Sheriff Joe Arpaio Tent City. Ich finde immer Platz. Ich gehe eher ins Grab, bevor ich diese Jungs vorzeitig entlasse. Wenn sein muss, stelle ich Zelte von hier bis Mexiko auf, damit die Häftlinge wissen, der Sheriff schafft Platz, komme was wolle. In Tent City, in der Wüste unweit der Innenstadt von Phoenix, sitzen 2000 Insassen in Stoffzelten ein. Anders als in den meisten anderen Gefängnissen, wo Straftäter die meiste Zeit in engen Zellen absitzen, sind die Insassen hier sehr viel draußen. Doch das ist auch schon der einzige Vorteil. In den Zelten wird es im Sommer bis zu 60 Grad heiß. Um die Kosten niedrig zu halten, bekommen Insassen keine Extras wie Zucker, Salz, Pfeffer und Kaffee. Tabak ist streng verboten. Und weil es trotz dieser explosiven Mischung aus Insassen keine Gitter gibt, herrscht militärhafte Disziplin und Härte. Na schön, meine Herren. Hier herrscht absolute Disziplin. Es gibt keine Streitereien. Sie werden sämtliches Personal respektieren, solange Sie hier sind. Sie werden hier jeden mit Ma'am, Sir oder Officer anreden. Haben Sie mich verstanden? In dieser spannungsgeladenen Umgebung schlummert eine Feindseligkeit zwischen Häftlingen und Wächtern, die manchmal explodiert. Was ist hier los? Ich will nur wissen, warum wir am Gitter stehen. Weil sie durchsucht werden. Das ist im Gefängnis so. In den letzten 10 Jahren wurden reihenweise Häftlinge und Wächter in den Gefängnissen von Maricopa County in gewaltsamen Auseinandersetzungen verletzt. 4 Häftlinge sterben, was in der Gemeinde von Phoenix und im ganzen Land Besorgnis erregte. Die Straftaten der Häftlinge von Tent City reichen von Drogenbesitz bis hin zu Überfällen. Die meisten sitzen bei guter Führung maximal 1 Jahr. Doch wenn sie Ärger machen, könnten sie in einem abgeriegelten Gefängnis landen oder eine noch längere Strafe im Staatsgefängnis absitzen. Für den 19-jährigen Ryan Merlina ist es der erste Tag hier. Wenn der Officer Ihren Namen aufruft, nehmen Sie Ihre Sachen und treten vor. Merlina. Keine Ahnung, mit was ich das hier vergleichen soll. Es gibt nichts. Es ist echt schlimm hier. Für mich ist das hier ziemlich schlimm. Er wurde wegen Fälschung, Einbruch und wegen Besitz von Methamphetamin verurteilt. Seitdem er 12 ist, ist er medabhängig. Seine Teenagerjahre hat Merlina immer wieder in Jugendhaft verbracht. Dies ist sein erster Erwachsenenstrafvollzug. Weil Merlina sich für schuldig befand, bot ihm der Richter einen Deal an. Bei guter Führung würde er nur 6 Monate in Tent City absetzen müssen. Wenn nicht, bekommt er 12 Jahre im Staatsgefängnis. Das hast du nicht erwartet, als du in den Knast kamst? Das ist meine letzte Chance. Wenn ich mir nur irgendwas hier oder draußen leiste, kriege ich 12 Jahre ohne Bewährung. Doch im Zelt zu leben ist schwerer als alles, was er je gemacht hat. Merlina ist umgeben von Insassen, die wegen Ladendiebstahls oder Totschlags hier sind. Und die Lebensbedingungen sind hart. Er bekommt eine Schaumstoffmatratze, ein Laken und einen Schlafplatz im Zelt mit 21 anderen. Doch vor allem will er seine Zeit schnell absitzen. Er will seinen kleinen Sohn sehen, der geboren wurde, als er auf sein Urteil wartete. Ich denke viel an meinen Sohn. Ich denke darüber nach, was passieren wird, wenn ich mich nicht ändere. Ich bin ohne Vater aufgewachsen und ich will nicht, dass er das auch erleben muss. Merlinas Mutter und seine Freundin haben wegen seiner Drogenabhängigkeit den Kontakt zu ihm abgebrochen. In Tent City ist er ganz allein. Ich war schon als Kind ständig im Gefängnis. Und meine Mutter war immer für mich da. Diesmal nicht. Es ist schon was anderes, zu wissen, dass sie beim nächsten Mal nicht für mich da sein wird. D
Die, denen Merlina jetzt am nächsten steht, wollen nicht unbedingt das Beste für ihn. Tent City ist voll mit Profikriminellen, die Neulinge wie ihn ins Schmuggelgeschäft einschleusen wollen. Mit ein Hauptgrund für die Spannung zwischen Wächtern und Häftlingen. Der Schwarzmarkt blüht. Tabak und andere illegale Luxusgüter werden entweder von draußen reingeschmuggelt oder über den Maschendrahtzaun geworfen. Sobald die Ware da ist, machen die offenen Zelte den Handel leicht und die Arbeit der Beamten umso schwerer. Stellen Sie sich vor, Sie sind Polizist in einer Kleinstadt, in der 100% alle Verbrecher sind. Sergeant Mendoza war 10 Jahre in Gefängnissen in Phoenix tätig, davon 2 Jahre in Tent City. Wie seine Kollegen kennt er bei Regelwidrigkeiten keine Gnade. Sir, wenn Sie aus Ihrem Zelt kommen, müssen Sie Ihr Hemd anhaben. Mendoza kämpft mit allen Mitteln, damit keine Schmuggelware in die Zelle gelangt. Doch ständig wird seine Autorität in Frage gestellt, durch die Gruppen, die in Tent City das Sagen haben. Leider ist ja alles ethnisch organisiert. Bei jedem neuen Häftling kommt einer aus der eigenen Gruppe und erklärt die Regeln und Erwartungen. Regel Nummer 1: Bleib bei deinen Leuten. Jede Gruppe hat einen eigenen Sitzbereich und Namen. Afroamerikaner heißen Kinfolk, Mexikaner Paisas, mexikanische Amerikaner Chicanos und Indianer heißen Chiefs. Und die Weißen heißen Woods. Die Gruppen behaupten, sie würden die Häftlinge beschützen. Die Beamten meinen dagegen, sie würden Insassen und Schmuggelware kontrollieren. Die Chefs der Gruppen sind oftmals in Straftaten und Schmuggelgeschäfte involviert. Da einen der Chefs vom Hof verweisen, wird er sofort durch jemand Neuen ersetzt. Wir versuchen also ständig herauszufinden, wer die Chefs sind. Sie verheimlichen ihre Identität vor uns und dieses Spielchen geht einfach immer so weiter. Für neue Häftlinge wie Merlina bietet die Gruppe Schutz. Doch manchmal kommt der Ärger nicht von rivalisierenden Gruppen, sondern aus den eigenen Reihen. Insassen, die gegen Regeln ihrer Gruppe verstoßen, werden brutal bestraft. Für kleinere Vergehen wie Beleidigungen gibt es einen Schlag auf Kiefer oder Kinn. Für größere wie ausstehende Schulden wird der Häftling von 2 oder mehr zusammengeschlagen. Die Macht der Gruppe beeinträchtigt die Kontrolle der Beamten. Es sind Verbrecher und man darf sie nicht aus den Augen lassen. Momentan ist draußen im Hof alles ruhig, aber das kann sich von jetzt auf gleich ändern. Wir hatten hier schon einige Zwischenfälle. Einmal haben die Insassen sogar die Kontrolle über den Hof übernommen. 1996 kam es in Tent City zu Ausschreitungen. Alle Gruppen gingen auf die Barrikaden, weil ein Beamter angeblich Pfefferspray in das Gesicht eines Häftlings gesprüht hatte. Die Situation geriet schnell außer Kontrolle. Insassen nahmen 8 Wächter als Geiseln und brannten 2 Zelte nieder. Die Polizei brauchte 3 Stunden, um die Kontrolle über das Gefängnis zurückzuerlangen. Für ausschreitende Häftlinge hat das Gefängnis eine schwer bewaffnete Einheit, das Special Response Team, kurz SRT. Sergeant Irby leitet 1 von 4 SRT-Teams, die täglich Überraschungsrazzien im Gefängnis durchführen. Wir werden immer dann gerufen, wenn eine Situation außer Kontrolle geraten ist. Das kann auch mal eine Schlägerei mit 20 bis 30 Insassen sein, wo wir eingegriffen haben. Irbys Team aus 7 Polizeibeamten reagiert bei Schlägereien zwischen Insassen bis hin zu tätlichen Angriffen auf Personal. Ich habe für Schutz und Kontrolle zu sorgen. Bei der SRT geht es vor allem um Kontrolle. Und mehr wollen wir gar nicht, als Situationen unter Kontrolle zu bringen. Das SRT-Team ist mit Elektroschock- und Betäubungswaffen, Pfefferspray und einer Vielzahl nicht tödlicher Waffen ausgestattet. Ich habe hier ein Hornissennest. Schockgranaten mit ca. 80-45 Kaliberkugeln. Mitglieder der SRT durchlaufen ein straffes Training. Jeden Moment könnten sie gerufen werden, um eine Einzelzelle zu räumen oder einen Aufstand zu zerschlagen. Hat die SRT je zu viel Gewalt angewendet? Es gab schon Einsätze, die von oben als zu heftig eingestuft wurden. Aber fand ich sie zu heftig? Nein. Aber sie wurden so eingestuft und deswegen waren sie zu heftig. Verstehen Sie? Do you understand what I'm trying to tell you? Merlina hört die Meinung eines Insassen über die SRT.
Sie reißen ein Zelt in Stücke. Sie reißen es buchstäblich in Stücke. Und sie sind bewaffnet. Für mich sehen sie aus wie Ninja Turtles. Aber nicht sagen, dass ich das gesagt habe, sonst kriege ich Elektroschocks. Kein Witz, ganz im Ernst, die rücken hier mit kugelsicheren Westen an. Ich weiß ja nicht, was die von uns denken, dass die so angezogen sind. Die haben Teaserwaffen und 12mm Kaliber, mit denen sie ihr Pfefferspray verschießen. Kein Witz. Und die haben kein Problem damit, dir das Ding direkt vors Gesicht zu halten. Letztes Jahr hat sich ein Kerl nicht schnell genug aufgesetzt. Da hat ihn einer bei den Schultern gepackt, der andere am Bein und sie haben ihn von seinem Bett gerissen und auf den Boden geworfen. Sie haben ihn mit Handschellen aus dem Zelt geworfen, die haben ihn echt übel zugerichtet. Wenn sich Merlina in Tent City irgendwelche Straftaten erlaubt, kriegt ihn die SRT. Doch so oder so Ärger bekommt er auf jeden Fall. Am Ende seines ersten Tages kehrt Merlina zu seinem Zelt zurück. Die Woods warten schon auf ihn. Sie wollen ihn offiziell als Mitglied in ihre Gruppe aufnehmen. Das ist das härteste Gefängnis Amerikas. Er trifft Head, den Gangführer, und den Regelhüter Torpedo. Die Identitäten der ranghöchsten Mitglieder müssen vor den Gefängnisbeamten geheim gehalten werden. Kopf einer Gruppe zu sein, verstößt gegen die Gefängnisregeln. Wenn du einen Beamten beleidigst, wird dein Zelt verwüstet. Die anderen im Zelt werden wütend auf dich. Die Beamten spielen uns gegeneinander aus. Machen wir was falsch, ist das ihre Art der Bestrafung. Sie lassen dich aussehen wie der Böse, bringen dein Zelt durcheinander. Die anderen werden sauer auf dich. Tu also nichts, was einen deiner Mitinsassen in deinem Zelt ärgern könnte. Merlina lernt die ungeschriebenen Gesetze von Tent City. Wenn er dagegen verstößt, hat er sofort die ganze Gruppe gegen sich. Du bist kein Kind, du bist erwachsen. Du weißt, was du tun darfst und was nicht. Schöner Haarschnitt, gefällt mir. Merlina muss zwei gegensätzliche Regeln beachten. Die Regeln seiner Mitinsassen und die der Beamten. Wenn Merlina diesen gefährlichen Balanceakt nicht einhält, könnte das schlimme Folgen haben. Es ist 5 Uhr morgens in Tent City in Phoenix, Arizona. Aufwachen, alle rüber zum Osttor. Ein Beamter weckt Ersttäter Ryan Merlina und scheucht ihn aus dem Zelt. Auf zur Arbeit. Alle Insassen in Tent City haben Jobs. Merlina tritt seinen heute an. Wer? Sie gehen bei ihm mit. Er wird in der Essensausgabe im benachbarten Towers-Gefängnis arbeiten, auf der anderen Seite des Parkplatzes von Tent City. Dieser Job bietet gefährliche Herausforderungen und Versuchungen. Ich habe gehört, dass viele Insassen hier einen Nachschlag wollen. Aber wenn ich denen mehr gebe, kriege ich Einzelhaft, also geht das nicht. Anders als Häftlinge in Tent City, die alle bereits verurteilt sind, warten 70% dieser Männer noch auf ihren Prozess. Doch im Towers-Gefängnis gibt es noch weniger Freiheiten als in Tent City. Bei der Essensausgabe trifft Merlina auf aggressive Insassen, die 23 Stunden pro Tag in kleinen Zellen verbringen. Ihre Verbrechen reichen von Fahren ohne Führerschein bis hin zu Angriffen mit einer tödlichen Waffe. Sie werden ihn bedrohen und ihn für mehr Essen bestechen. Für den ehemaligen Metzsüchtigen und Störenfried könnte es schwer werden, Gefahren und Chancen aus dem Weg zu gehen. Um Kosten niedrig zu halten, bekommen die Insassen pro Tag nur 2 Mahlzeiten aus Essensresten. Laut Büro des Sheriffs werden pro Tag 40 Cent pro Gefängnismahlzeit ausgegeben, verglichen mit $1,40 für Polizeihunde. Während Merlina sich für die Essensausgabe bereit macht, bereitet ihn einer seiner Kollegen darauf vor, was auf ihn zukommt. Sie kriegen ein Essen, eine Tüte. Mehr nicht. Sie werden bitten und betteln, heulen, ihre Milch verstecken und behaupten, dass sie keine gekriegt haben.